Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Pixelmon Battle League mit mir, dem Gorobei. Auf dem Server ist Dardosh. Ich hoffe mal nicht, dass er mir über den Weg läuft. Dass er mich so fertig machen will, dass er mich machen will. Ich hoffe es mal einfach nicht. Wir sneaken natürlich wie gewohnt zu Anfang einmal kurz. Um zu sehen, dass es hier nicht zu Problemen kommt. Die Woche ist nicht mehr so lang für uns. Oh, ich muss einmal kurz Team ausmachen an der Stelle. Mir wurde auch gesagt, dass Teddy Ursa auf jeden Fall richtig gut ist und auch die anderen Pokémon, die ich gefangen habe, sind jetzt nicht super schlechte Pokémon, die ich da zusammengestellt habe. Und das soll wohl ganz gut sein. So, können wir mal hier einmal hier so reinstellen und dann schreiben wir mal kurz so. Ist ja Dardosh, der drauf ist. Da kann man das ja mal schreiben. Kann man ja mal nett sein. Das ist ein Onyx. So, machen wir dich mal fertig hier. Mit Aquaknarre. Aquaknarre nochmal. Okay. Sollte klappen. Was ist das denn? Ach, das ist so ein Kiesling. Achso, ja, wir kämpfen ja mit Panpyro. Sollte alles kein Problem sein. Aua, 8. 8 XP, ey. Was für ein Level hat das Onyx? 17. Gucken wir mal, ob Morabel das auch schafft. Level 17er, Onyx. Kann man ja nichts falsch machen. Das sieht halt nur so ein bisschen doof aus hier. So, jetzt aber. Aquaknarre. Oh, fast. Dann nochmal eine Aquaknarre. So, dann ist Morabel dann auf Level 17. So, die ersten zwei kann ich ja wie gesagt nicht ändern. Mir wurde ja noch gesagt, dass es eine ganz coole Idee ist, eigentlich Potrot sonst reinzupacken. Litomit. Vielleicht hat der da eine Chance. Steinpolitur, nö, das kann er behalten. Litomit Level 19 dann. Skorgla nehmen wir jetzt nochmal raus. Was der noch so drauf hat. Überleveln geht ja leider nicht. Beziehungsweise es geht schon, aber das darf ich ja nicht. Da ist ein Boot. Ein Boot, Boot, Boot. Skorgla war jetzt Gift und Flug, ne? Nehmen wir uns mal das Boot hier. So, steht ja nirgendwo, dass es verboten ist, vor allem die Böte mitzunehmen. Dabei ist es Boote, ne? Auf geht's, ab geht's. Dann fahren wir mal zum Wald und dann können wir Skorgla nochmal ein Level hoch machen. Können uns ja dann gleich schon mal für die nächste Woche quasi vorbereiten, dass das alles nicht ganz so lange dauert. So. Da ist ein Felino. Na komm, machen wir das mal. Felino. Abschlag. Oh, guck mal, das hat es dann geschafft. Oh, das Felino dreht ab. Dreht ab, das Felino. Da machen wir mal Sand hin. Das war auch ein Pokémon, was ich machen sollte. Dann läuft ein Quappo und ein Ultrigaria. Darf ich leider nicht fangen, Ultrigaria. Myraplar wäre auch nicht schlecht. Warte mal. Machen wir mal Giftstachel, aber sollte nichts machen. Weiß. Gligla ist jetzt paralysiert. Can't move. Der heilt sich jetzt hoch. Oddish. Nice. Nerviger geht's bald gar nicht. Oddish wäre eventuell so eine Möglichkeit zu fangen, aber das würde ich dann nächste Woche erst machen. Weil Level 19, da geht bestimmt noch was. So ein Ultrigaria zum Beispiel. Dann haben wir ja den Blattstein. Boah, ist das nervig. Endlich. Was kriegen wir? Kerne.
Oddish. Oddish, Oddish. So. Ich dachte ja, dass da eine Flugattacke drin wäre. Hat er aber leider nicht gehabt. Machen wir das Miraplan hier. Vampiro, mach mal das. Mach es mal. Potato, was drappt to the ground? Haben wir eine Potata. So. Außerdem können wir das hier mal mitnehmen. Ich zeige euch jetzt mal was richtig Witziges. Das war ich, was ich mir so überlegt habe, was man machen kann. Beziehungsweise ich habe einen Tipp bekommen, dass man das machen kann. Und dann machen wir das mal. Weil Fossilien sind ja immer noch die... die besten, die besten Stein-Pokémon. Da wurde gesagt, Mensch, Goro, sammel dir doch mal Fossilien untergrund, unterirdisch. Da habe ich gesagt, nee, das funktioniert doch alles gar nicht. Also um die Gravel abzubauen halt. Aber jetzt gehen wir mal gucken, wie das aussieht. Okay, das Boot ist weg. Okay, wir gucken, dass wir es runter schaffen hier. Okay, ich kann wieder hochtauchen. Das lief natürlich scheiße. Ich habe das Zuckerrohr nicht mitgenommen, wo meine Taschen voll waren. Das ist ganz schön beschissen. Aber da Dadosch gerade weg ist, können wir einmal ganz schnell zum Pokémon Center fahren. Um uns aufzuladen. Wäre so mein erstes Anliegen erstmal. Ja, die Folge von heute kam ein bisschen später. Ihr kennt ja die Gründe für solche Sachen. Es liegt einfach nur daran, dass da... dass meine Folge da nicht rauskam, weil die Folge von heute ja... na, ist auch egal. Es ist eigentlich für euch nicht wirklich krass doll relevant. Wenn ein Lamus zum Beispiel einen Kinder tötet. Krabby und Kinder sieht gleich aus. Das ist total doof. Boah, ich krieg da erst einen Schreck. Als der Angler da rumlief. So. Pling. Jetzt einmal zu unserer Kiste. Da ist nämlich auch Zuckerrohr drin. Dann legen wir die Federn mal da rein. Und Goldnuggets und... ach, was weiß ich. Gibt's hier nicht auch noch eine Workbench? Da draußen ist eine. Holen wir uns die mal. Krebskorb. Also gegen Krebskorb wollte ich jetzt nicht antreten, deswegen bin ich da weggegangen. So, wir machen uns nochmal eine Schaufel. Beziehungsweise wir machen uns gleich zwei. So, den Müll schmeißen wir weg. Das schmeißen wir mal weg. Den Kies. Die Steine machen wir zu Knöpfen. Das Birkenholz zu Holz. Da machen wir uns... kann man nachher noch ein Boot draus. So. Ein Smetbu gegen Knofender. Knofensas, so heißen die. Auch nochmal ein Knofenser. Ein Habitak. Warte mal, Habitak ist ja gar nicht so schlecht. Die geben nämlich auch Dings. Wie heißt das Zeug denn? Hähnchen. Genau, Essen. Und Eier, scheinbar. Einfach mal hier gucken, ob wir da ein Hähnchen rauskriegen. Das ging natürlich nicht. So, und jetzt mal raus aufs Meer. Und dann einmal das ausrüsten. Und gucken, ob das was bringt, ob das hilft. Springen wir mal hier ab. So, Leute, ich sehe auch nichts. Ich hoffe nicht, dass ich ertrinke. Nice, okay. Das war dann doch nicht möglich. Nicht so auf jeden Fall. Okay, man ertrinkt erstmal nicht direkt. Okay, warte mal, wir versuchen es nochmal. Wann kommt der Kies? Da, so, das dahin. Dann das darauf. Und das darauf. Das darauf. Boah, da ist Luft. Nice. Okay. Und das ist dann unsere Lufthöhle hier.
Kannst du nichts machen. Warte mal, können wir eine Fackel aufstellen? Geht das? Ne, es geht leider nicht. Nicht mehr so. Ist die zweite Fackel dann abgeblieben? Egal. Erstmal wieder Luft holen und dann bauen wir mal den Kies ab. Sollen ja angeblich dann irgendwelche Fossilien rauskommen. Ich sehe ja nichts. Es tut mir auch nochmal leid, dass ich dann hier auch echt dunkle Aufnahmen habe, aber wir müssen mal den Kies abbauen. Aber wenn wir so ein richtig gutes Fossil haben, dann ist das auf jeden Fall gut. Aber bis jetzt kommt da nur Kies raus. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Oder ob dafür immer nur Kies draus kommt. Warte mal, können wir den dritten nicht abbauen einmal? So, und dann bauen wir da nämlich noch einen zweiten daneben. So, dass die Chance größer ist, dass ich da reinkomme. So. Die Schaufel ist gleich kaputt. Weiß auch nicht, ob das jetzt so die richtige Methode ist. So, das ist kaputt gegangen. Kann man noch Luft holen. In der Hoffnung, dass da eventuell ein Fossil rauskommt. Ach Leute. Das ist natürlich auch schwer zu sagen jetzt. Ob das überhaupt richtig ist, was ich hier mache. Schreibt es auch mal in die Kommentare, ob das die richtige Methode ist. Aber ich weiß es nicht. Aber bis jetzt haben wir auch noch kein Fossil gekriegt. Ist das überhaupt die richtige Höhe? Bayern, das, war das nicht immer irgendwie ab Höhe 50 oder so? Na dann ist das doch die richtige Höhe. Glaube ich. Also müsste es laut der Regeln für Pokémon Fossilien sein. Aber wie hoch die Drop-Chance in so einem Fossil ist, weiß ich nämlich nicht. Jetzt kriegen wir Schaden, jetzt erstmal Luft holen wieder. Das sind eher unspannende Folgen, würde ich fast behaupten. Sehr unspektakulär das Ganze. Mit meiner Unterwasserbasis hier. Auf der Suche nach Fossilien. So, ich würde fast behaupten, wir reißen einmal kurz die Zelte ab hier. Und schwimmen wieder an die Oberfläche. Weil jetzt ist die Folge nämlich gleich zu Ende und ich möchte eigentlich nicht unter Wasser aufhören. Da ist noch ein Boot. Gehen wir da gleich mal hin. Zu unserem kleinen Ruderboot. Zack. Und die Feder schmeißen wir mal weg. Das hat ja super geklappt, wenn wir den wegschmeißen. Jetzt aber. Und was können wir noch wegschmeißen? Die Feuersteine. Eigentlich kann ich den Kies auch nochmal wegschmeißen. Was gibt's denn hier noch so für witzige Pokémon? Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es da ein Pikachu und da drüben gibt es ein Shiny Pikachu. Beziehungsweise es ist ein Boss-Pikachu, glaube ich. Pikachu. Komm mal her, du Boss-Pikachu. Level 25, okay. Katapult. Felswurf. Das Problem ist, ich habe jetzt das Gefühl, dass unser Pokémon hier. Erstmal ist es paralysiert. Okay, das war krass. Wie wär's denn hiermit? Und dann. Lehmschuss.
Komm schon, Lehmschuss. Nochmal Lehmschuss. 800, das war ja schon gar nicht so schlecht. Wow. Und durch den Boss können wir uns einen Blattstein nehmen. Das ist ja unglaublich, Leute. Unglaubliche Szenen haben sich hier gerade abgespielt. Ich verlasse jetzt den Server, würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet in der nächsten Folge wieder ein, liked das Ganze, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bis dahin. Ciao.